Ja, der wäre ganz schützlich gewesen zu Anfang. So, willkommen zurück zu Dark Souls. Oder? Last Souls? Letzte Folge, Let's Tilt Dark Souls. Dann haben wir jetzt einen Katana plus 10, das ist ja schon mal. Anda. Statement. Ordentlich. Kannst du mal kurz Katana aufrufen? Warte erst, wenn ich den Buchstaben siegte. Ich kann es auch im Wiki nachschauen, aber warte. Ja, hier. Ah ja, okay. Oh, my, wow. Ja, okay, weißt schon. Muss ich noch ein bisschen bei Wirklichkeit leveln, dann wird's noch stärker. So, gucken wir mal ganz kurz. Der Schaden des Zweier nicht macht. Mit 81. 133, okay. Debuff. Oh, ja, Sören hat geschrieben. Er hat ein Blackout. Wie Blackscreenout? Nee, Stromausfall anscheinend. Null. Gededost. Die komplette Wohnung. Von Dark Souls Gededost. Bis die mal in Massen kommen. Das haut schon rein, das Katana. Sag, wie es ist. Ja, das ist halt am ehesten das, was du wolltest als Dexwaffe halt. Schnelles Schwert halt. Hey, wo ist er? Ach, da.
Okay, wegtaken funktioniert da nicht. Komm, setz dich hin. Tank Energie. Oh nein. Das waren ein paar gute Hits. Wow, neue Attacke. Bei der Boss-Pucke denkt man sich auch, oder was für ein Ding sagen. Ist ja eigentlich doch ganz nett, ist der Typ. Okay, ja, weiß nicht. Vielleicht war es mal nett oder so. Bei Dark Souls ist alles böse, also warum hinterfrage ich das eigentlich? Tja, oder bist du der Böse? Stimmt, da gab es ja auch viele Diskussionen, ne? Ja, das ist halt. Ist der Divine-Typ da eigentlich? Das hat alles Ansichtssache und so. Und die Lore gibt halt auch nicht so viel her halt. Nee, du hast eine Item-Beschreibung, was die Leute halt quatschen. Ja, musst die halt zusammenreihen im Endeffekt. Oder deine eigene Story schreiben. Nice. Schön weggeklatscht. Nachdem man übel auf den Sack kriegt, braucht man auch ein bisschen was sein, wie der Hochhype, deswegen dachte ich mir, probier den hier mal. Ja, wird auch Zeit, dass der Lappen wegkommt. Da ist mir nämlich gerade gekommen, auf dem Weg hierher, was der auch immer gesagt hat, dass Dark Souls nicht so wie Elden Ring, weil ihr nichts nach oben wollt, aber hier Dark Souls halt, ne, das, ich sag mal so, alles, was du zu dem Moment erreichen kannst, kannst du auch schaffen. Und da dachte ich mir, da ist der Schmetterling, den ich ja von Anfang an schon klatschen hätte können. Ja, eigentlich muss das ja eigentlich voll der Lappen sein. Deswegen, es war jetzt erst der dritte Try, ne? Ich habe ja den bisher nur zweimal probiert. Ne, jetzt kommt der vierte, glaube ich. Und da habe ich es auf den Sack bekommen. Jetzt ging er ja relativ easy, also. Also, da hat Sören definitiv recht, aber glaube ich, gilt generell in Dark Souls. Du kannst halt nicht unterlevelt sein oder under-equipped. Mit genug Geduld und genug Hits schaffst du halt jeden Gegner in diesem Game. Versus in anderen Rollenspielen oder so, kannst du ja wirklich unterlevelt sein und die Gegner one-hitten dich, ohne dass du irgendwie dodgen kannst. Hallo! Moin. Da war auch wieder Strom in der Bude weg. Göttliche Glut. Heimkehrknochen. Ja. Ist, glaube ich, jetzt auch Heimkehrknochen einfach nur, damit du dir den Weg sparen kannst. Ja, ich glaube, ich nehme den auch. Also so, ich habe gerade den Butterfly gekillt. Spell you fly away. Okay. Quasi ein Free-Heimkehr. Der war echt, also ne, der Butterfly ist echt so ein bisschen. Ja. So, jetzt gehen wir nämlich da mal anlocken. Ich weiß nämlich, glaube ich, was der Schlüssel ist. Ah, ich hätte vorher noch leveln sollen. Ja, ich gehe noch mal kurz zurück. Wenn ich schon so viel zu sehen habe.
Warte mal, kann er vielleicht was mit der göttlichen Glut anfangen? My, that's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Und tschüss. Might you consider leaving that with me? I can produce divine weapons with a flame such as that. Well, thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. Aha, jetzt kann ich ja theoretisch Waffen Divine machen. I'll be seeing you. Divine Crusader. Ja, war nochmal der Divine Crusader. Ah. Ich glaube, so hieß der, der ist kurz Oblivion-Charakter. Der wird so benannt. Ja, such mal, das ist jetzt irgendwie im Spiel der allgemeine Begriff für so einen Helden, wo du halt selber benennen kannst, aber der offizielle Begriff ist. Ja, irgendwas aus Oblivion. Ja, genau. Ein Ritter der Neuen. Held von Quatsch. Keine Ahnung. Genau, der Held von Quatsch ist ja der Held von Quatsch ist der Hauptcharakter aus Oblivion. Also der, den du spielst. Okay, bin ich wieder da, Fragezeichen? Ja, ich weiß nicht, Sören. Bist du wirklich da? Wenn ich nochmal weg bin, dann werde ich immer Bing-Bong-Bing-Bong an und off kommen, aber weiß ich nicht. Wie bei aber lass es jetzt dazu unterhalten. Wow. Ich glaube, Scare konnte, war so ein Dude. Au, what the fuck, wer bist du? Miniboss. Der schallert. Das ist die Rüstung, die ich gefunden habe. Ja, okay. Die an. Er hat sich noch einen Namen, wie ist sein Name? Hä? Da war er gerade ein bisschen lost. Nee, ich hab. Glaub. Ich hab's gerade nicht im Kopf, müsste ich das Item nochmal nehmen. Ja, ist okay. Vielleicht oh, da ist er auch noch weg. Ja, frag ihn nochmal. Oh. Schön bis Schild. Und geblutet, ach. Nice. First try. Havel. Erhöht maximale Ausrüstungslast. Havela oder na. Havel, Havel. Blut ist im Schuh. Oder so. Genau. Ja. Havela, una, na. Ja, guten Tag. Man kennt sich. Ich. Hallo? Ja. Hören Sie mal auf. Jetzt, weil, es ist auch immer jetzt, was ist denn los? Irgendwie kriegt er jetzt, hat er irgendwie jetzt einen Herzinfarkt, mein Router, irgendwie? Denkt er sich so, yo? Warte mal, erhöht Ausrüstungslast. Ich mache mal ein paar Tests. Ich brauche gerade eh nur ein bisschen Zeit, um hier wieder runterzukommen. Dann können wir hier ein paar Tests machen, um mal ein bisschen was über Dark Souls zu lernen. So, ich ziehe jetzt diesen Ring an und quatsche mir mal hier die volle Silberritterrüstung rein.
Alter, der sieht voll schick aus. So, jetzt ziehe ich den Ring aus. Aha! Ja, ist schon ordentlich, der Ring. Korrekt. Guck ich mal kurz an meine Lebensleiste, das nehme ich jetzt auch mal. Okay, so ist sie gerade. Wenn ich den Ring wieder ausziehe. Ah! Man merkt schon einen Unterschied. Heißt, ich kann jetzt die Silberrüstung tragen, ohne dass es jetzt einen fetten Effekt auf mir hat. Machen wir mal Rüstungsvergleich. Also 25. Ja, okay, das ist halt. Havels Stumpen. Stulpen. Havels Stumpen, Mann. Was? Okay, noch Fatroll. Noch Fatroll. Viermal, gut. Das heißt, ich könnte theoretisch die Gamaschen anlassen. 54 haben die. Ja, ist auch nach wie vor das Beste, was es hier gibt. Hat Blut, Gift, Fluch. Feuerwehr, bisschen. Ja, die sind hier sind Gift natürlich besser, hier die anderen Sachen. Hier Blut und Fluch. Aber das ist echt das Beste. So, der wiegt 5,5. Das heißt, ich könnte alles um 5,5 rum könnte ich anziehen. Du wiegst 9,2, ist schon wieder zu viel. Könnt ihr mal kurz ausprobieren. Okay. Silberritter. Mehr Blitzabwehr. Das ist gegen den Ornstein ganz gutes. Ich glaube, dass die auch schon höhere Blitzabwehr hat. Vergleich zu der, die ich vorher anhatte. Ja, hier ist nur die Feuerabwehr besser. Und hat die Balance und halt Blutresistenz und halt Giftresistenz. Ah, ich glaube, ich lasse die. Lass mal die Konstellation mit dem Ring. Kann ich mir noch viermal rollen. Auch noch normal. Fällt der Rüstungsbuff. Weil ich noch überlege, ob ich die Stufe wirklich anders mache. Ich glaube, ein bisschen langsamer bin ich damit schon. Trotz Ring. 54 gegen... Ja, okay, wiegt halt deutlich weniger, aber macht auch... Diese Beine, Alter. Der war's geblackt, ey. Aber da schießt er was. Das ist die Hydra. Hydra. Aber an die Leute hier als auch Zuschauer, hydriert euch. Kriegt man schon Wasser. Eh. Sehr gut, so. Gibt dann eure Gesundheit. Aber was ist im Prinzip? Lol. Ja, was ist denn da passiert? Frag ich mich gerade auch. 169, 169. Was war das denn jetzt gerade? War ein Doppel-Bang, da war ich tot. Ja.
Ja, nichts dran, ich kann genauso. Okay, ich glaube. Ich müsste jetzt hier mal einen Speedtest machen, aber ein Speedtest ist sehr schwer umzusetzen. Nee, ist gleich schnell. Okay. Müsste ich auch machen. Meiner wäre nicht sehr positiv gerade. Also, der Speed bei uns ist eigentlich relativ rein. Ja, ihr Proletner im Bund. Also das ist eigentlich gerade nur Rüstung, die ich da angesackt habe. Krieg ich dienstlich geliefert in der Panzerschokolade? Ja. Komisch, jedes Mal, wenn man auf meinen Offizier Schokolade mitbringt, gucke ich in den Spiegel und habe ganz große Pupillen und bin danach irgendwie 4 Tage am Stück arbeiten. Und habe Lust, einmal nach Nordamerika zurück zu joggen. Ja. Muss ich sagen, Herbertin oder so? Was war eigentlich das eigentlich? So. Wenn die Stulpen hier nicht so komisch aussehen, würde ich doch schon sagen, ich sehe jetzt deutlich stylischer aus als vorher. Ja, es ist halt Fashion Souls. Man muss halt auch einfach mal das tragen. Basically MDMA. Okay. Ja, ich feier ja diese Beretta-Rüstung schon. Jetzt muss ich sneaken. Würde ich auch in anderen Videospielen tragen. Würde ich auch privat tragen. So, 2 Minuten, bis du halt völlig außer Atem bist. Ja. Ich muss immer an diese Eisenliga oder so denken, die sie einfach MMA in Ritterrüstung machen. Oh ja. Das ist nice. Da ist was von. Vor Corona, ich wollte es ausprobieren, aber A, es ist als Student nicht bezahlbar. Und B. Ja, es ist halt auch sehr viel Zeitinvestment und Reisebereitschaft und ja, basically, ja. Ist das dein Zweitjob oder dein Hauptjob so? Ich hab auch mal ernsthaft drüber nachgedacht. Ja, allein du kannst einfach leihen zum Test und so, aber ich meine, es ist halt viel Fitness, also das ist ein Punkt, aber ja, diese ganzen Ligen sind halt ständig irgendwie, ja, wenn du einen Kampf hast, musst du halt von Hamburg nach München am Wochenende und zurückfahren. Ja, allein auch Trainingsstätten zu finden erstmal. Ja, ja, und die Ausrüstung, also, der braucht halt ein paar Tauis. Ja. Du brauchst ja keine Trainingsstätte, ziehst das Ding an, gehst abends schön bei joggen. Stefan, bist da so irgendjemand, gehst du joggen, dann kommt so, moin, so dritte Rüstung vorbei und joggt an dir vorbei. Ja, okay. Ohne Witz, das habe ich vor eigentlich. Aber halt nicht für Eisenliga, sondern halt generell für meinen Job. Einfach so eine dritte Rüstung nach lang rennen. Ja, nicht in der vollen Rüstung, aber halt im Kettenhemd. Abgeschnürt mit Gürtel und so, ein bisschen Träger dran, dass es halt ein bisschen leichter ist. Also verteilter ist das Gewicht. Aber halt einfach. Keine Ahnung, ich mag Marschrucksack halt nicht so. Also nicht im Joggen. Zum Marschieren ist Rucksack halt ganz nice. Mit, keine Ahnung, 20 Kilo drin oder so. Aber ich glaube, zum Joggen ist Kettenhemd geiler. Ich hab's noch nicht getestet, weil halt, keine Ahnung, kam noch nicht zu, aber. Ich meine. Wie gesagt, ich erinnere mich noch an Hennos 24-Stunden-Stream für. Was war das? Ich weiß nicht, Bannerlord. Ja, aber auch da irgendwie nach 2 Stunden gemerkt hat, oh scheiße, ich kann nicht ewig diese Ritterrüstung tragen. Ja, no shit, Sherlock. Gut, dass ich die aufhört. Fand ich aber trotzdem eine nice Aktion. Ja. Aber ja, ist halt. Allein der Helm halt, der da glaube ich nach 2 Stunden ausgezogen, weil er halt so einen Nacken gekriegt hat davon. Die wiegt halt auch, keine Ahnung, 4 Kilo oder so ein Helm. Das trägst du halt nicht mal einfach so. Ich merke das schon in unserem Stahl, also unserem. Gefechtshelm und der wiegt nur 1 Kilo oder so. Alter, hier muss man echt aufpassen. Es sind überall so Stellen, wo du einfach runterfällst. Ins Nichts. Weil der Typ nicht schwimmen kann. Okay, mit Rüstung, aber trotzdem. Auch so kann er scheinbar nicht schwimmen. Ich meine, ich hatte die fast. Die war unter der Hälfte schon. 70. Gut, dann machen wir einmal. Ah, die ist machbar, die Hydra. Ja, ich würfel erstmal aus, ob die Hydra wirklich machbar ist. Oder wenn ich dann nicht ins Wasser falle, ist die easy. 1,6 Kilo wiegt unser Gefechtshelm und der knüppelt halt schon nach einem langen Gefechtstag. Was auch reinknüppelt, ist diese Bestrafung, nämlich. Oh, Steuerung invertieren. Och Mann, ist das so langweilig. Ja, ich kann nichts dafür, wenn wir jetzt einfach irgendwas nehmen, dann ist es ja auch. Nimmt's ihn, aber ist es trotzdem interessant, dass wir manche Sachen. Es wäre schon wieder fast Bildschirm 180 Grad gedreht gewesen. Ja, okay, das ist deutlich schlimmer. Ja. Als die Steuerung. Okay.
Das ist eigentlich Bildschirm umdrehen, ist basically die Steuerung invertieren noch viel, viel schlimmer. Und ich laufe auf der Decke, oder? Ja. Also, es ist basically Softcore. Ich muss sagen, jetzt fühle ich mich halt Dark Souls auch mal wenigstens ein bisschen stärker, jetzt wo ich hier den Lappen habe. Gott, ich habe schon wieder die Kamera in die falsche Richtung gedreht wegen der Invertierung. Hier bei den normaleren Gegnern schallert halt auch das Katana mehr. Ja, aber gerade bei der Hydra hat es auch schon geschallert. Ja, ich meine halt bei den anderen Gegnern, weil wie gesagt, Anna Londo ist halt sehr HP-Pool-massig. Mit den ganzen Riesen, Rüstungsrittern und Gedönsen und Gramsen. Ich überlege gerade. Die haben halt einfach viel HP, sehr viel Geduld. Ich überlege gerade, ob die andere Route, wo ich noch zu Hydra komme, ob da weniger runterfallen, deswegen gibt's die. Diese andere Perspektive auf die Hydra, aber. Wenn ich da jetzt durchspielen bei den Scheißtausend. Aber bei der Räuber könnte ich jetzt eigentlich auch mal probieren, jetzt mit der besseren Equipment. Da war ja nur der Magierlappen so ein bisschen nervig. Ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun, bevor ich den Monster in Smoke noch ein Spiel deinstalliere, bin ich jetzt noch so ein paar Sachen aus. Wie kommt man denn da hoch? Das habe ich gar nicht gerollt. Ich kann ja nicht springen, wie bei Elden Souls. Der Ninja-Move ist halt aber cool. Hallo! Also da und dann ist hier Schluss. Aber da brauche ich aber jemand das Lagerfeuer, dass ich nicht die ganze Zeit so weit laufen muss. Weil das ist nicht Kindle, ne? Ja. Ich habe aber noch so viel Menschlichkeit, ich könnte das jetzt auch Kindle. Ich will halt auch keinen. Ich will auch bei Monster in Smoke auch keine Hilfe rufen, weil das ist auch ein bisschen noobisch halt einfach. Oh Gott. Da kommt der Lappen. Robin Hood! Sein Leute. Schlägt halt übelst schnell zu. Kann ich den parieren? Jo, kann ich. Ja. Das sind basically ja auch einfach Spielermodels. Also die können genau das, was du auch kannst. So quasi als wäre es PvP hier. Ah, Fat Roll. Ah, deswegen sterben die auch so, wie man selbst. Ja. Oh, die geben so viel Seelen. Ich dachte, das sind respawnende Gegner. Nachteil Magien, egal ob da DSA, ob Videospiele, wenn sie im Nahkampf sind, haben sie ein großes Problem. Ja, aber der Sound, ganz ehrlich, der Sound, den kann ich mir noch anhören. Ich konnte mir dieses Kettenhemd da vom östlichen Rüstung, den konnte ich mir gerade nicht mehr geben. Deswegen habe ich auch die Silbergerüstung abgewechselt. Oh ne, da schießt jemand. Ich wollte gerade treten, also Frechheit. Oh. Na gut, ich bin tot. Das war ein bisschen cocky. Den hast du verdient. Das ist sehr gut, Tobi. Perfektes Comeback. Hab ich von gestern gelernt, ne? Ach, mir reicht jetzt, ich keine die jetzt. Ich brauch SSR Kurs. Aufs Maul. Ja, das stimmt, das war auch Cookie. Da. Ich wollte einen parryen und hab das halt einfach bereut. Ja, der macht halt Ultra Damage mit seinem Zweihänder. Er ist wieder da. Hä? Hast du es gerade gesehen, Lars?
Ja. Ich habe kurz übers Lagerfeuer geglitscht. Also. So lang das Bein von ihm. Oh, ja, Mann, und zu fett. Voll ins Feuer erstmal reingehalten. Oh, mein eigener Fuß kochen. Das macht Spaß. Ja, die Rüstung noch ein bisschen randhärten. Das sehe ich, die leben wieder, Alter. Ah, ne, aber ist der Ritter noch da? Ich sehe nur den Magier. Juppé, wäre das denn gewesen, wenn der Ritter. Hätte ja übelst die Seelen farmen können. So viel wie hier bringen. Haha! Das Ding ist, ich könnte ja nicht mal in dem PvP üben, weil die Server ja immer noch abgeschaltet sind. Das stimmt, ja. Also ich kann ja nicht mal invaded werden. Was bist du für einer? Ich mag das Movement von denen nicht. Ja, ich stelle halt alle so ein Spielziel da. Ich will nicht, dass du mich zu bluten bringst. Boah, ich bin gerade schon Koggi, gebe ich recht. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen auf Parryen vernarrt. Das ist halt auch nice. Ja, okay, so schnell wie der Zuschlag kann das Spiel da vergessen. Wie viel gibst du? Auch 2000, okay. Gut, ich würde jetzt ganz gerne den Bogenschützen pushen, ich weiß noch nicht, wo der ist. Ach, du bist der Bogenschütze. Okay, ja, 4000 Seelen, genau wie gerade. Ja, 172, bin wieder da mit Spaghetti. Spaghetti. Haben sie mich gerade gedoubled. Getag-teamt haben sie mich da. Na gut, ich versuche jetzt erstmal kurz, bis wir hier vorbei sneaken. Ja, eigentlich nur die Hydra machen und nicht die Lappen hier. Oh. Oh Gott, die Kamera ist immer noch invertiert. Weil kann der Dude schießen? Darfst du natürlich wieder zurück invertieren, ne? Ist jetzt ein Stückchen her. Wo war denn jetzt hier der Weg? Oh Gott. Der hat auch richtiges Aim-Hack-Programmlauf. Oh! Dieses Rollengebiet! Ah. Ah, ja, so. Ich muss die Steuerung wieder. Das ist. Ich mich noch daran gewöhne, Alter. Will ich gar nicht. So wie ich mich an die Schnelligkeit gewöhnt habe an der Kamera. Die ich an der Strafe die ich mir abgestellt habe. Und aber merken, Sören und ich, Lars, dass ich die ganze Zeit drin habe, die schnellste. Ja, das war schon. Also ein paar der Momente sind schon Profi. Also wir sind schon krasse Gamer. Das ist echt. High EQ, Erinnerungsvermögen. So, jetzt muss ich noch schnell die Leiter runterkommen.
muss so auf die Hände gehen, ne? Dass, wenn du unten angekommen bist, musst du das einfach im Fluss durch die Hände, ne? Erinnere ich mich noch an Sportunterricht, wo man dieses Seil so hochklettern musste, und wenn man da so ein bisschen abgerutscht ist, wie das danach einfach wie aus der Hölle gebrannt hat. Oh Mann. Und beißt. Weiß. Körperteil weniger, Junge. Hoi, Junge. Doch, da war ein Hitterball. Aber den Bossfight einmischen, Lappen. So, der letzte ist immer da vorne. Und ich sage jetzt wahrscheinlich tiefes Wasser. Scheiße. Das ist 50-50 Chance. Spaghetti Bolognese. Wenn er so weit weg beißt, bringt das nichts. Oh, jetzt hätte ich gerne die Zauber wieder, aber ich habe den nicht aktiviert. Und liebe Zuschauer, wenn ihr auch Spaghetti Bolognese mögt, einmal ein Spaghetti Forever in den Kommentarbereich. Mir ist nichts Besseres eingefallen, aber hey. Nice, so. Wie cocky ich jetzt bin, weil ich weiß, der kann mich nicht mehr treffen, aber das ist schon einfach. Dann kampf eine andere Sache aus. Auch wenn die Italiener ständig die Seiten wechseln, aber wieder essentechnisch haben wir schon sehr gute Dinge gemacht. Kein Pfeil mehr! Oh, es ist so ein Lappen, der Typ manchmal. Weiß ich jetzt nicht, ob ich davon halten soll. Ich weiß nicht, was du gegen Andi hast. Nein! Hui! Ein Pfeil! Ein Pfeil, die Dame da! Angelegt! 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 Nee,
so einen spannenden Bossfight. Kommst ja. Du und siehst ihn cheesen, Mann. Ich kann nicht zu dem scheiß Kopf gehen, weil ich ertrinke, also muss ich halt das machen. Mann, ich will einmal Pro-Gaming sehen hier. Andi, du kommst hier gerade rein, ich hab den Silberrein besiegt. Nur der eine Kopf jetzt, den musst du schießen. Ja, den Typ ja, halt. Das stimmt, aber das muss man ihm lassen. Und der Kopf hat echt eine Arschroute, der geht halt immer nach links, so waagerecht. Kommt man schwer ran. Deiner Freundin denn schon von uns Happy Birthday gewünscht? Wir singen ja auch gerne ein Ständchen. Die ist gerade noch zu ihrer Schwester, die okay. Ja heute auch Geburtstag hat, weil sie Zwillinge sind. Macht Sinn. Und okay. Dann später fahren wir zum Essen. Ah. Nee, Andi, kann ich gar nicht verstehen. Wie können die am selben Tag Geburtstag haben? Ja, das ist echt ein krasser Zufall. Ja. Wobei ich fände es lustiger, wenn Zwillinge tatsächlich an zwei verschiedenen Tagen Geburtstag haben. Weil wenn die... Da gibt's bestimmt, wenn du so ja. Mitternacht die eine ja. rausziehst und dann direkt eine Minute später die andere. Früher, die Nachbarskinder von uns waren, glaube ich, so. Das waren auch ein Junge und ein Mädchen, maximal verwirrend. Und ich glaube, das war tatsächlich der Fall. Oder vielleicht haben sie es nur erzählt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das Mädchen hatte einen Tag später Geburtstag oder so. Wie Zwillinge sind denn? Hast du sie denn schon verwechselt? Ganz in der Anfangszeit habe ich sie mal verwechselt, ja. Also da waren sie auch ziemlich leicht zu verwechseln. Also ist so eine Geschichte von, du musst sie länger kennen, um da irgendwie dir da so Merkmale aufzubauen. Da gab es mal irgendwann so eine Szene im Schwimmbad. Oh Gott. Und da ich der Typ bin, der ja gar kein Problem damit hat, mal auf Körperkontakt zu gehen, grapschte ich meiner vermeintlichen Freundin an den Hintern und stellte fest, meine Güte, warum ist sie denn eigentlich so knochig gerade? Turns out, war nicht meine. Oh, da muss ich an die Simon-Story denken, wo er das auch mal erzählt hat, so, yo, ich gehe im Schwimmbad, dreh mich um, gib meiner Freundin Goodbye-Kuss. Lutsch ein bisschen rum, geh ein paar Meter weiter, dreh mich um, sehe meine Freundin heute, merke, ich habe ihre Peitsche geküsst. Ja, ungefähr in dem. Genau in. Das ist nicht mal. Das ist wirklich aus dem Leben sowas, weißt du? Du greifst deiner Freundin an den Hintern. Ich meine, die haben ja. Die sind ja auch so bescheuert und tragen auch noch denselben Badeanzug, ne? Ja, okay, da habt ihr auch ein bisschen selber schon. Ja, also, da hab ich mir dann auch gedacht, nichts böse Ahnung, ne? Und auf einmal schmeißt sie mir halt so eine volle Fuhre Wasser in die Fresse. Ja gut, ne? Dreh mich um, guck da so. Au. Sag mal, guck, ob ich. Also, ich glaube, sowas hatte ich noch nicht, aber ich hatte auch mal was. Warte, ich könnte mal gucken. Also, manche Treu-Storys haben. Genau. Ich muss mal gucken, ob ich das Bild irgendwie noch finde. Und zwar hatte ich mal einen Brief von einer Freundin an. Das ist ein paar Jahre her, aber im Grunde genommen. Ja, sie hat mir so eine Urlaub-Postkarte geschickt. Und da war eine Secret Message drin versteckt. Warte, ich guck gleich mal nach, ob ich die Postkarte noch habe. Schreiben will. Oh, warte, ich diese hässlichen Katzen hasse, ne? Die sind mir so auf die Eier gegangen. Das erste Mal, ich hab probiert. Ich bin aber heute seinen Smoke ausgerastet an, seitdem probiere ich die Karte andere. Aber ich habe jetzt auch besseres Gear als gerade eben noch. Also, ich habe jetzt hier die Silberritterrüstung an, ich habe ein geiles Katana, jetzt bin ich auch ein bisschen besser gelaunt. Gefunden. Und zwar zu meiner Verteidigung, das ist ein paar Jahre her, das ist mittlerweile ein bisschen ausgebleicht. Das war damals nicht so eindeutig, aber warte, ich poste mal ein Pen and Paper schnell, das kann eh nur Leute auch aus unserer Gruppe sehen. Was kommt jetzt? Und ich habe eine Hidden Message nicht gesehen. Oh. Warte, ich kann dir in den. Nee, ich mach mal in den Pen and Paper Chat, das passt schon. Foto zufügen. Da. Also das tut mir auch leid, Zuschauer, aber das ist zu privat, das im Internet zu zeigen. Seht ihr dort in diesem Brief, in dieser Postkarte eine versteckte Botschaft oder so? Also ich finde, das ist voll kompliziert. Oh mein Gott, da hast du wirklich nicht gesehen. Nein, vor allem, man muss aber jetzt sagen, dass das deutlich ausgebleichter ist nach einer Zeit. Das war zu der Zeit nicht ganz so schlimm. Aber dieses, ich liebe den Pool und der Strand ist auch nicht schlecht. Mich gefreut. Ja, und? Ich so, ja, aber was soll ich? Ich freue mich über eine Postkarte. In welchem Urlaub bin, schicke ich dir auch eine.
Ja, danach war, hat sich nicht mehr gemeldet, keine Ahnung. Und irgendwann habe ich mein Zimmer so aufgeräumt, guck mir das so an. Oh mein Gott! Was, ey, Alter, nee, Mann. Oh, ist da, ey, das wird mir Jahre später, wird mir das noch quer liegen, ey. Ja, ich glaube, Sören ist darüber hinweg. War sie denn wenigstens auch noch an in deinem Ermessensspielraum, die Dame? Es, die war eigentlich auch noch mal lieb, sogar noch. Das war das Schlimme. Mit anderen Worten, du würdest dir, du beißt dir dafür wahrscheinlich heute noch in den Arsch. ja, ich kenne, ne, also ich weiß, ne, es ist, also oberflächlich ja, ansonsten weiß ich nicht. Also sie ist ein Pferdemädchen, deswegen höchste Gefahrstufe. Ein Pferdemädchen, oh mein Gott, zum Fuck, nein. Alle Mädchen, die Pferde mögen, haben einfach, sind verschallert, das ist meine Erfahrung bisher. Alle, die irgendwie jemals zum Reitclub gehen, die waren alle komplett verschallert. Das ist obviously ein Meme und nicht obviously, aber nein, keiner. Aber es war trotzdem so wirklich, musst dir wirklich vorstellen, du ziehst so um, findest so da einen, oh, mein Erinnerungskatalog, blätter ich mal durch, oh, hier habe ich das und dies. Ah, die Postkarte. Moment mal. Wirklich oh so. Oh Gott. So, ruf sie doch mal an, Sören. Ja, ich habe den. Ja. Hey, ich hab vorhin so deine Postkarte entdeckt. Ich hab da, sag mal, war da, hast du das, also ich hab das nicht so gesehen, aber ist die dick geschriebenen Wörter da, meintest du das ernst so? Also da fiel mir gerade eben aktuell? Mein aktuell? Wie ist das noch aktuell? Sag mal, es tut mir leid, jetzt weiß ich, warum du auch so intensiv gefragt hast, was ich von der Postkarte halte. Sind jetzt ein paar Jährchen vergangen, bist du noch Single? Nein, also das ist jetzt schon was gefahren. Aber wirklich so, ich werde das nie vergessen, das Gespräch so. Ja, hast du meine Postkarte bekommen? Ja, danke, hat mich gefreut. Ja, und? Und ich so, oh Gott, was, oh, what the fuck? Was wobei man aber auch leider sagen muss, man hätte auch noch ein bisschen näher nachfragen können, so. Hast du da nicht vielleicht zufällig eine geheime Botschaft drin entdeckt? So, man hätte da vielleicht denjenigen auch nochmal mit dem Gesicht drauf drücken können. Ja, aber wie gesagt, im Nachhinein, also wie gesagt, man muss einfach sagen, es ist jetzt mittlerweile ausgeweicht, ne? Diese Stelle, die so dick geschrieben ist. Es war früher wirklich nicht so extrem, also ich merke auch schon den Unterschied vor ein paar Jahren. Aber es ist schon auffällig. Es ist jetzt nicht so die. Vor allem wirklich, weißt du, ich mache in meiner Freizeit auch noch so Mathe-Rätsel, Logik-Rätsel und das ist so. Weißt du, das ist dann, wenn du das ist dann einfach, wenn du eine Doppel-20 bei Decipher Script würfelst, dann ist das. Was? Das war 100% eine Doppel-20, diese Postkarte. So, wenn Tobi sagt, würfel mal irgendwie auf Malen und Zeichnen. 2020, jopp, du siehst da nichts. Ja. Das ist einfach ein freundschaftlicher Brief. Die hat an dich gedacht im Urlaub. Die fand den Pool einfach. Die liebt einfach den Pool, also. Sie liebt den Pool. Ja, er wäre auch was für dich. Oh, fei. Ich merke schon, hat sich schon wieder gelohnt. Einfach nur für ein paar Minuten hier vorbeizukommen, sich eine Story abzuholen, hat sich schon wieder gelohnt. Genau, also Marleen, falls du zuguckst, ruf an. Hä, bist du? Das frage ich mich auch öfters. Ja, morgens, wenn ich im Spiegel gucke. Vor allem wirklich, das habe ich dann doch irgendwann meinen Freunden erzählt, so meine ehemalige beste Freundin, so, die hat mich einfach ausgelacht und mich als wirklich was für Vollidiot auf einfach maximal Tilt gegangen. So, bist du Vollidiot? Das war so ein Geburtstagpartyabend und wirklich alles. Sag mal, bist du eigentlich komplett kernbescheuert? Was stimmt nicht mit dir? Wie kann man das übersehen? Also viel eindeutigere Zeichen, also. Das hätte halt eine Dreijährige mit einer Probe auf seine Schärfe entdecken können. Ja. Ich glaube, ich könnte das mal wirklich meiner Vierjährigen Nichte in die Hand drücken, die nicht mal lesen kann, sagen kann, hier, diese drei Wörter, die stechen doch irgendwie raus. Was bedeutet das? Oh,
Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit you well. Tobi, wenn du nicht weißt, was du mit ihr machen sollst, ich mag die. Hau eine rein. Ja, schlag sie. Ja, es ist ein gutes Bündnis da, ich hab keine Ahnung. Wenn du nicht weißt, welches du sonst nehmen sollst, ja. Ich hab bisher nur eins entdeckt und das fand ich geil, also. Eidwaldjäger. Ich hab keinen aktuellen Eid, ihr Witzbolde. Er ist halt immer derselbe Schrift. Und also solche treue Geschichten kann man gerne mal und darf so einfach so. Das ist so für den Leichenbett wahrscheinlich. Nicht mal diesen Ort damit. It allows for thine summoning. Und wenn du lieb bist, Tobi, dann gebe ich dir vielleicht noch einen Tipp, was du jetzt machen kannst. Wenn du lieb bist. Wie bin ich denn lieb? Hab hier noch eine Postkarte mit einer Nachricht. Wow. Ich bin hier noch alles. Oh, hier sind doch. Gott, wir sehen, Alter. Mein alter Schülerausweis. Das kann ich auch nicht nur meine alten Liebesbriefe von meiner Freundin haben. Ryanair, Bremen nach. Stimmt. Aber in Spanien war, okay. Ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann mal in meinem Tornister damals irgendwie einen Liebesbrief gefunden habe. Und ich so ramdösig wie ich war, bin ich dann zu meinen Freunden gegangen. Sag mal, hat den einer bei mir verloren oder so? Wer eins zu eins das vielleicht auch machen würde. Hä? Wo kommt der hier hin? Das ist doch falsch hier. Kann nicht für mich sein, also da muss der irgendwie, da muss der versehentlich reingekommen sein. Ja. Da scheißt die Wand an, ey. Da steht sogar ein Absender drauf, sag mal. Ey, diese Bilder. Von dir irgendwas? Also das stimmt doch nicht, der ist doch nicht für mich, oder? Da hast du doch falsch adressiert, oder? Der Problem war ja, da stand ja nicht mein Name drauf oder so. Also ja, weder mein Name stand da drin, noch den Name der Person, die den verfasst hat. Von daher, ja, verflucht. Ja. Bringt dir gar nichts. So ungefähr. Warte, es ist ja, ich sehe gerade, ich komplettiere mal das Ganze. Warte, ein Bild habe ich noch. Gott, was kommt denn jetzt? Na ja, warte, Foto. Ich dachte, er wäre mit dieser einen Nachricht getan gewesen, aber nein, sie hat es eventuell tatsächlich nochmal versucht. Es ist wirklich, es ist halt so wie, ich weiß nicht, das war Anfang 20 oder so. Das war so diese Internet-Sprechphase. Warte, sehe ich hier irgendwas? Also meine Adresse ist ja okay. So ist jetzt nicht so schön. So, dass man auch solche Briefe bekommen hat. Oder solche Postkarten noch. Einfach so. Ah, vielleicht war es doch ein bisschen auffälliger. So random einfach hier. Ein kleines Herz, okay. Ein kleines, fettes Herz. Ja. Also, das ist jetzt von derselben Person, ja? Nein, also. Aber bist du grenzdebil? Ja, also, schwierig. Schwierig? Warte und... Ist schon subtil, ja. Warte, was haben wir noch? Ich muss zugeben, dass mir gerade irgendwie das Mädchen sehr leid tut, was das einfach. Ja, und sowas hier... Kriegt man solche... Das war noch davor. Die war allgemein sehr schreibfreudig. Wahrscheinlich auch sehr redefreudig. Ja, ich merke schon. So also, vom Typ her wäre die Dame wohl auch mein Geschmack gewesen. Okay. Aha. Was habe ich hier noch? Wedenurlaub. Interessant, was man an wenigen Zeichen zu erkennen glaubt. Ja, vor allem die Sterne. Ich stehe hier auf so Uwu-Waifus. Ja, Uwu! Wie alt war dir da? Boah, das muss so. Ich war Anfang 20, also ewig.
Anfang 20. Also eigentlich solche Nachrichten hatte ich auch eher vorher erwartet gehabt, aber so eher so Ecke 16, 15 oder so. Ein bisschen älter, also 18, 19, 20, irgendwie so die Richtung. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war diese Internet-Chat-Phase, ne? Also wo man so noch über ICQ und so geschrieben hat. Oh mein Gott. Das fing doch an mit 13, oder nicht? Ja, aber das war zu der Zeit 13, noch. 14. Bei mir kommt halt drauf an, wie alt ja, du bist. Ja, gut. Ja. Wobei bei mir 13, 14, das müsste bei ihm ja eher so 15, 16 gewesen. 11, 12 gewesen, dann bist du ja jünger als ich. Stimmt, genau andersrum eigentlich, genau. Ja, eben. Ich... Ja, alles gut. Geburtstagskarten, was haben wir hier noch? Ich weiß noch, wie stolz ich damals auf mich war, als ich herausgefunden habe, wie ich Chat-Nachrichten, dass ich die nicht nur so kopieren konnte, sondern in einem Editor einfügen konnte, verändern konnte und dann anderen Leuten zuschicken konnte. Da konnte man so richtig schön Leute verscheißern. Hey, der hat gesagt, das hätte ich lieb. Hier, ich kopiere dir mal die Nachricht raus. Da. Hier kommen die Erinnerungen. Alter Schwede. Oh Gott, mach das zu. Das sind so Dinger, die darfst du nie öffnen. Das sind so wie so ein Giftschrank. Alter Schwede, Mann. Ich hab ganz schön viel verbrannt von so Sachen. Wirklich, es ist... ist auch besser, glaub mal. Ja, nee. Also, wie gesagt, ich glaube, den Rest spare ich. Also das ist jetzt noch in der Aufnahme. Okay, der Rest lieber nicht. So, das Schwedenurlaub. So, den Brief über den geliebten Pool packe ich da mal weg, ne? Ja, mach die wieder aus, am besten. Ja. Da fragen die anderen sich dann auch so, what the fuck is happening there? Also, was ich schon gerallt habe, ist mal wieder auf Dark Souls zurückgekommen. Gerallt habe, Lars, ist, dass die Typen mir jetzt nichts mehr getan haben. Ich habe nur geguckt. Ach so. Ja. Ich glaube, ich mal angeguckt. Das ist auf jeden Fall ein netter Nebeneffekt, aber ja. Ist falls du die farmen wolltest, ist natürlich doof, hab ich gar nicht dran gedacht. Ja, es ist nicht so schlimm. Alter. Aber das ist halt basically der Covenant, bewache den Wald. Aber das ist halt nicht der Effekt, der so nice ist daran. Ja, ihr hättet mir diesen Katzenräder gegeben, aber. Aber antworten, das heißt wahrscheinlich, wenn ich jemanden rächen muss, will. Wer ohne Unterschrift hat mir mal einen guten Nudelstern geschickt, okay. Bitte was? Wer hat dir eine Nudel geschickt? Gute Nudelstern! Wer hat dir eine Nudel geschickt? Soll ich dir mal ein Bild von meiner Nudel schicken? Ach, du bist so dieser Typ. Kerl, der solche komischen Bilder verschickt. Oh mein Gott! Ich wollte immer mal solche Leute kennenlernen und fragen, wie die auf solche Ideen kommen. Mm. Entweder ist das eine 13 oder eine 15. Da haben wir doch ungefähr eine... Mehr... Es sind schon mehr Zentimeter. Ich weiß, 2013, 2015, irgendwas in die Richtung gespannt. Oh nee, das ist... Nee. Das ist kein Gott. Okay. Also, soll ich einen Jal daneben legen oder Banana for Scale? Banana, bitte. Schokobanane, bitte. Oh, muss ich jetzt fragen? Also, ich habe Gott sei Dank jetzt auch den Brief. Ich könnte beim Einwohnermeldeamt nachfragen. Hey. Nein, das ist... Nee. Your Highness, I am in... Oh, woe is me. Oh, der Lappen. Also wirklich, hätte ich das wahrscheinlich beim Einstellungstest irgendwie vorgezeigt bei der Uni, die hätten mich nicht akzeptiert. Das wäre so ein IQ-Beispiel gewesen, glaube ich. So, nee, glaub nicht, sie sind bereit fürs Leben. Hallo? Warte. Ich hab hier was. Wenn ich so verkaufen kann. Ja. Hallo! Ja. Ich will nicht wissen, was er damit macht, aber. Oh. 15.000 läuft. Fair
Farewell. Ja. Jo, Chosen Undead, der Mutter. Chosen Undead, deiner Mutter. Oh, ich glaube, ich muss gleich noch zur Tanke gehen und eine Pulle holen. Ey, das ertrage ich noch nicht gerade. Fancy meeting you. Did much for me up above. I am grateful. You know, I was thinking the gates, the old fortress. Was that your doing? Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate? This Knight of Katarina thanks you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude. Explosive Wucht. Wait a second. Die gab's gestern auch. Ich muss gleich die Folge beenden, weil ich will noch eine Sache schauen. Jupp, das schaffst du. Wir glauben an dich. Okay. Ja, da hinten sitzt jetzt keine Leiche mehr, da sitzt ein Typ. Mir gerade von der Ferne aufgefallen. Na ja, ich Katana euch alle weg. Au! Oh, das ist. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Mit der Rüstung jumpen kann, Respekt. Ich will jetzt nicht meine Seele an so einer Scheiße verlieren, aber ich probiere es trotzdem mit der Rüstung. Jawohl. Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Generalschlüssel. Er hat auch Kristallschwerte. Ich muss sagen, der Typ ist jetzt nicht so belohnend aller. Ansichtssache. Ja, man kann den Schlüssel sich jetzt noch snacken. Aber der Rest, oder erweitert sich das noch? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas. Die Kiste gibt es gleich doch woanders, oder nicht? Ja. Ist halt die Frage, fängt mir das überhaupt noch was? Oder habe ich das eh schon alle aufgemacht? Mir fällt keine Tür mehr ein, die jetzt noch closed ist. In dem Gebiet hier. Mir wird jetzt an sich auch nicht einfallen, wofür der Typ da ist. Ich kenne ihn eigentlich noch nicht mal, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also, okay. Oder ich vergesse irgendwas. Kann auch sein, dass ich mit der Katze nie was an der Brause hatte. Ja, komm, ja, also, vielleicht komme ich nicht drauf. Du kannst es ja gerne nochmal in unseren Text-Channel da schreiben. Aber ich muss jetzt aktiv sagen, also ich sehe jetzt nicht irgendwas, dass er, dass der einen was reinhaut. Aber vielleicht erinnere ich mich auch nicht mehr. Also der hat schon mehr Use, als ihr ihm zuspricht, auf jeden Fall. Ich bin tot. Sowas zum Beispiel, nein. Dass Tobi dran stirbt. Das ist halt sein Haupt. Bist du da gerade runtergerollt? Ist das. Nein, ich bin gesprungen. Okay, dann ja. Oh, ich bin so blöd. Ich hab den. 173. Ich bin nicht mit dem Ding hinter dir. Ja, dieses Outro in die Folge ins Zurückzurennen wird ihm präsentiert von Beckmann. Wollen die mal in den Urlaub? Und nette Postkarten an jemanden schreiben. Buchen Sie Ihren Urlaub mit Beckmann. Aber ganz ehrlich, den Tod, gerade hatte ich nicht verdient, weil ich auch noch gesagt habe, so, ich probiere das jetzt mal mit der Rüstung. Oh, klappt ja ganz gut. Und beim Rücksprung bin ich ja tot. Ich hätte doch die leichtere anziehen sollen. Mhm. Ich das normalerweise bei den Jumps auch mache. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwo andere losen Enden habe. Ich meine, den Wald habe ich jetzt quasi fast durchgespielt, bis den Wolf. Katakomben. Dann unten natürlich noch die Geisterstadt, aber ich glaube, können wir mal noch die Geister. Ich hole jetzt mal sehen, wie ein Level noch einmal und dann bin ich die Folge. Geht jetzt aber eine tolle Ding, wo ich noch zurückrenne. Es ist nicht spannend, Zuschauer.
Folge ist länger, dafür renne ich zurück. Das ist ein toller Trade. Okay, danke. Ich glaube, Spotify will auch, dass ich trinke. Erst kam kein Alkohol, keine Lösung, und jetzt kommt Kuchen und Bier. Ja. Kuchen wäre ich dabei. Ja, Kuchen und Bier. Ja, vor allen Dingen, wie, jetzt wird's auch, fängt an, so ein bisschen über 10 Grad zu werden. Da kommt der Deutschreflex wieder raus. Grill anschmeißen, Bier raus, ab geht's. Yep. Schon beobachtet hier in der Kaserne. Ja. Wie groß ist die eigentlich, schlafen oder so, aus Interesse? Also nicht groß hier, wo ich gerade bin. Aber es liegt daran, dass hier nur eher nur Lehrgangsstätte ist. Naja. Die Stammkaserne, die ist schon ein bisschen größer, da sind schon ein paar tausend Leute. Flächenmäßig auch ziemlich riesig und riesige, also ziemlich einer der größten Truppenübungsplätze nebendran. Das macht Spaß. Nee, oder ist ein bisschen ja, da darfst du jetzt nicht in den Tod springen, das ist ja, ich... ärgerlich. Ja, dann, also jetzt ich nicht so in der... dann deinstalliere ich. Ich glaube, der Tobi ist so verblüfft, dass er jetzt erst kommt. Ja, das hat jeder mal. Dann wartet man ein paar Wochen, hat man wieder Bock. Dann deinstalliert man es nochmal. So, weil jetzt lernen, habe ich ja draus gelernt. Also ja, ich habe für meine gesamte Dark Souls Erfahrung, bis ich es mal durchgezogen habe, irgendwie 3-4 Anläufe gebraucht. Was ich auch gerne mal würde, ich würde gerne mal wieder noch zu dem Anfang zurück, weil da war ja auch ein Dude. Jetzt zu der... zum Asyl der Untoten. So ein Käsekuchen und so eine kann ich wollen. So eine Mischplatte mit Käsekuchen, Schwarzwälder Kirsch, Bienenstich und Apfelkuchen. Du hast uns nichts mitgebracht. Nö. Okay. This action will have consequences. This action will have unforeseen consequences. Das tut mal ja, gerade. Das Schlimmste, wenn das Bier alles ist. Okay, Spotify, ich hab's verstanden. Ist halt auch echt nicht gut. Ja, es ist halt auch das Schlimmste. So, Tobi, was ist eigentlich jetzt dein Plan? Mein Plan? Käse wie Tobi. Cheesen. Käse. Genau. Nee, mein Plan ist jetzt noch einmal leveln, dann die Folge beenden. Wenn du wissen, wie ich nächste Folge vorhabe. Ich wollte mal die Katakomben laufen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ansonsten will ich mal gucken, ob mich da irgendwer wieder hochbringen kann. I'm afraid that you are unable to learn sorcery. The basic framework, you see, it cannot be taught. Oh, do not fret. Life isn't all. Was soll das jetzt heißen? Weil ich ein Lappen bin, sagst du? Das musst du von Anfang an leveln, Tobi, also jetzt zu spät. Das ist mir schon klar, ich will ja auch keine Magie. Außer er halt Feuerball als Hilfe. Er hat dich basically dumm genannt. Ja, basically schon. Metaphorisch hat er mich beleidigt. Metaphorisch hat er dich als dumm bezeichnet, das ist korrekt. Oh. Du klingst schon wieder wehleidig heute. Ja, ich hab mir hier. Ach. Ich hab doch gesagt, leg den Kack weg, aber nö. Ja, der Schaden. Damage is already done. Voll, ja, gibt 70 Minuten. Alter, ich muss mal hinmachen. Ist ja kein richtiger Schmerz. Das ist nur ein bisschen. Es ist nur so ein bisschen. Hello, Darkness, my old friend. I come to talk to you again.
Jetzt ist auch immer diese ganzen Memes so, ja, wenn man anderen Leuten so Liebestipps gibt und Freundschaftstipps und dies und das. Und dann und zurückschaut und feststellt, wie viel hast du davon selber eingehalten? Ja, wie viel davon. Und dann kurz seit siehst du das nochmal und denkst dir, ja, keiner sollte auf mich hören. Ich bin die unkompetenteste Person auf der Welt. Wobei man ja die Ratschläge ja auch erst geben kann, nachdem man sie falsch gemacht hat, ne? Das ist korrekt. Gut, Leute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.